Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich, passend zu meinen letzten Videos zu den Burgern, eine leckere Beilage. Aber es gibt diesmal nicht Pommes oder Wedges, das übliche, das kennt ja mittlerweile jeder, sondern heute gibt es auch was aus Kartoffeln. Und zwar nennt sich das Quetschkartoffeln und die werden im Ofen gebacken und sind dann richtig, richtig knusprig und richtig lecker, sind total einfach gemacht. Super auch zum Vorbereiten und vor allem einfach mal eine Abwechslung und auch was anderes. Sieht auch lustig aus, ein bisschen komisch, aber schmeckt total lecker. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Unsere erste Zutat und Hauptzutat ist natürlich die Kartoffel. Und da habe ich jetzt eine spezielle Sorte genommen. Und zwar sind es die Frühkartoffeln. Warum? Weil die halt sehr klein sind. Das ist sehr praktisch und es soll auch so sein. Die sollen klein sein. Ihr seht ja dann, was ich eben damit mache. Und der Vorteil bei denen ist auch, dass sie eben eine ganz, ganz dünne Haut haben und das ist dafür perfekt geeignet. Ja, und die habe ich einfach ganz normal im Wasser abgekocht, ungefähr 20 Minuten, je nachdem natürlich, wie groß die Kartoffeln sind. Dann stecht ihr die einfach mit einem spitzen Messer ein und sobald es ja sich von dem Messer schön löst, dann wisst ihr ja, die Kartoffeln sind gar und dann schüttet ihr das Wasser weg und ja, einfach ganz normal Kartoffeln kochen. Und dann habt ihr praktisch hier die Pellkartoffeln und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt hier also den einen Beutel Kartoffeln abgekocht. Dann als weitere Zutaten brauchen wir ein bisschen Öl. Ich habe jetzt hier Olivenöl. Ihr könnt natürlich auch gerne Rapsöl verwenden, das funktioniert genauso gut. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Da habe ich jetzt zum Beispiel Himalaya-Salz. Ihr könnt ihr gerne auch anderes Salz verwenden. Fleur de Sel zum Beispiel eignet sich sehr gut. Oder Salzflocken, das ist auch super. Dann habe ich hier noch Pfeffer. Da könnt ihr natürlich auch entscheiden, ob ihr da noch weitere Zutaten hinzugibt, zum Beispiel Rosmarinzweige oben drauf legt, frische oder zum Beispiel getrockneter Rosmarin, würde auch super gut passen, habe ich leider noch nicht da. Oder eben weitere getrocknete Kräuter, italienische Kräuter und so weiter oder ein bisschen Paprikapulver. Da könnt ihr dann alles Mögliche ausprobieren, was ihr gerne habt. Und jetzt geht das Ganze super einfach und zwar nehme ich mir jetzt erstmal ein bisschen von dem Olivenöl und schütte das hier in meinen Glasbehälter. Und dann nehme ich mir hier einen Pinsel und bepinsel erstmal mein Backpapier. Und jetzt kommen meine ganzen Kartoffeln auf das Blech. Und jetzt heißt das Rezept ja schließlich Quetschkartoffeln. Das heißt, die müssen jetzt gequetscht werden und dafür habe ich jetzt hier einfach einen Kartoffelstampfer. Und jetzt quetsche ich alle nacheinander platt sozusagen, aber vorsichtig nicht zu dünn platt drücken, sondern so dick ungefähr wie Rösti, dann schmeckt es nämlich am besten und das macht jetzt am meisten Spaß. So habe ich die Kartoffeln jetzt zusammengequetscht, so ist es perfekt, das ganze Blech ist jetzt voll und jetzt wird das Ganze nochmal mit Öl bepinselt, schön einpinseln, damit es auch schön kross wird und dann werde ich es natürlich mit Salz und Pfeffer würzen. Und so kommt das Ganze jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für ungefähr 20 bis 25 Minuten und am besten irgendwo auf die obersten Schienen, vielleicht die zweitoberste am besten, damit es auch wirklich schön kross wird. Und so sind meine Quetschkartoffeln jetzt fertig gebacken, richtig schön kross, richtig schön lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, echt mal was anderes und super, super lecker. Dazu würde ich euch empfehlen zum Beispiel Hummus als Dip, dann habt ihr noch ein bisschen Proteine dabei, schmeckt auch super, super lecker. Gibt es natürlich auch schon fertig zu kaufen oder ihr macht es einfach selber. Oder was auch total lecker ist, ist zum Beispiel ein Cashew-Dip. Das schmeckt dann wie so Sour Cream in vegan. Dazu verlinke ich euch dann noch das Rezept auf meinem Blog. Könnt ihr dann gerne vorbeischauen, wie man das zubereitet. So, ich freue mich schon jetzt gleich auf das Essen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn ihr das natürlich ausprobiert, freue ich mich natürlich jedes Mal riesig, wenn ihr mir einen Kommentar auf meinem Blog hinterlässt oder hier natürlich auch auf YouTube. Und wenn ihr mir Fotos schickt, und das geht natürlich am besten auf Instagram unter dem Hashtag Frau Jannik, damit ich diese Fotos auch sehen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich immer riesig darüber. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.